Hallo und herzlich willkommen bei Potup Gameplay. Heute Daniel. Wie ihr seht, ich würde heute Operation Flashpoint Red River Let's Play. Ja, fangen wir mal an. Hardcore. Ich will Hardcore. Das muss ich mir jetzt geben einfach. Panierstab. Ja, es erleidet es. Was? Schick. Was will der von jemandem? Ich dies einsetzen zu. Ich will keine Ahnung, das ist gerade laut. Hardcore. Ja, das ist mir. Had to deal with all this same stuff in the 80s. Insurgents trying to overthrow their governments. Back then, the Afghans went crying to the Russians for help. Thanks. This pisses Reagan off so much, his boys whip up Operation Cyclone and use the CIA to arm and train the Mujahideen. One of these CIA-trained badass Lawrence of Arabia SOBs who kicks the Russians' asses out of Afghanistan ends up being Osama bin Laden. Oh, snap. No shit! True story. So the Mujis kick Russia's red ass across the sand, the entire Russian economy collapses, and goodbye USSR! Now America has no more bad guys to fight. Go America! It's your birthday! But in the meantime, Osama and his now well-armed Al-Qaeda brother start screwing with everybody. Egypt, Algeria, hell, he's blowing up half the Middle Eastern governments trying to create a unified Muslim country. But here's the thing, the people don't want it. Why? Don't know. Maybe they like their lives how they were. So he deems them all viable targets. He started blowing up his own fucking people? Man, that's fucked up. Yeah, that's why they're called terrorists, douchebag. So, Bush Sr. becomes President 41. Before we know it, he's balls deep in Kuwait fighting Saddam for the Saudis. This pisses Osama off so much, he starts mouthing off about Saudi Arabia. So the Saudis banish his ass. Sucks to be you. Now the dude's living in a cave in the hills of Afghanistan, and he's like, screw this noise, and calls down a jihad on all Americans. So it's fatwa on America and our allies. And what happens next? 9/11? Oh, shit. Give that man a gold star. Fuck you, bitch. The Marines are balls deep in Iraq, Afghanistan, and now this butthole. The war on terror's got a plug to pull on the septic tank of insurgents. This place is the drain stopper. I heard that. Every evil bastard that got banished, kicked out, had nowhere else to go, they came here. Anyway, it's the ETIM you really need to be worried about. The ETIMs carried out the suicide bombings along the Xinjiang border in China's backyard. And they don't like anyone pissing in their cornflakes. So China caught some of their leaders and executed them publicly via firing squad. The ETIM swears retaliation. And so they killed those Chinese athletes last year at the Olympics. So what do you think, Sergeant Kirby? You've seen the most action out of all of us. Back at Pendleton in what, 2 weeks? The insurgents are well trained and they've been fighting the PLA for a lot of years. So this is not going to be easy. There's no routes into the countryside to dig these cowards out of there other than the ones we're going to be blazing. I will say this, we're going to see some motivating grade A hardcore action every Marine to give his left nut for. Devil! Hoorah! Okay, so los geht's. Oh, so, jetzt wieder mal ein bisschen taktisches Nachladen.
Heiliger Rohrkrepierer, was ist denn das für ein Haufen Scheiße in Tüten, den man mir da auf mein Deck gestapelt hat? Nichts sagen, lasst mich raten. Ihr Gänseblümchen seid der Ersatz für meinen Angriffstrupp? Ja, Staff, Sergeant! Guter Anfang. Schnappt euch das MG und folgt mir. Im Laufschritt! Ich hab ein Sturmgewehr. Ohren auf, ich sag das jetzt nur einmal und wer es nicht mitbekommt, kriegt auch keinen Spickzettel. Während ihr euch in Bagram am Sack gekraut habt, wurde der harte Kern von uns hierher in die nördlichste Zone von Afghanistan verfrachtet. Cool. Wir haben darauf gewartet, dass uns die Puddinghirne aus Washington endlich von der Leine lassen, damit wir in Tadschikistan aufräumen können. Man sagt ja, jeder Marine sei zuallererst ein Schütze. Aber ihr Blindfische seht aus, als könntet ihr locker einen Flugzeugträger mit der Panzerfaust verfehlen. Natürlich. Jungs, los. Ein bisschen schneller. Keine Sportschützenanlage, aber immerhin. Feuer frei, Marines. Zeig mal, was ihr drauf habt. Ja, jetzt zum Fluss rausballern. Jetzt geht's ab. Wenn ihr mich beeindrucken wollt, dann zeigt mal, welche von euch Dünnhalsenden wirklich was treffen kann. Denkt dran, ein Schuss, ein Toter. Und vergesst niemals das sechste Nox-Gebot. Du sollst immer eine randvolle Tasche mit Magazinen dabei haben, denn diese Munition muss deinen traurigen Arsch vielleicht lange am Leben erhalten. Habt ihr irgendeine Ahnung, wozu der Wahlschalter da ist? Damit wechselt ihr den Feuermodus, ihr Schwachstruller. Gebt gefälligst mal ein paar Schüsse ab, damit ich weiß, dass ihr mich auch gehört habt. Ihr Weichhirn habt doch zwei Waffen, oder? Überprüft die Pistolen. Ich möchte, dass ihr jetzt eure Waffen ausprobiert. Der Staub hier macht einen fertig und ihr schießt sowieso beschissen als eure Omas. Gott. Lade nach. Holt euch eure Eierwärmer. Bei mir sammeln. Steh doch auf, Mann. Ich will nicht krabbeln. Hab ich jetzt alles? Munition. Die M4, die Piste. Lade nach. Nachladen. Okay. So, ab geht's. Ich hab jetzt das hier schon so oft gemacht. Immer war das zu leise hier. Also, das ist halt meine Stimme zu leise. Oh nein, ihr würdet euch doch nie trauen, mit dem Scheißding auf mich wenn zu schießen. Nicht klappt, willkommen im Krieg. Einrein, Bravo. Ey. Falls ihr es noch nicht geschnallt habt, wir stehen unter Beschuss. Der erste diese Woche. Wird auch langsam Zeit. An alle, hier Outlaw. Crosses hat den Ursprung des Mörserfeuers in einer verlassenen Siedlung an der tadschikischen Grenze geortet. 1,5 Kilometer nordwestlich. Outlaw 2, neue Befehle. Räumen Sie das verlassene Dorf. Dürfte kein Problem sein. Zeigen Sie Ihren Frischlingen mal die Gegend. Outlaw Ende. Ja, Outlaw sehen. 3 gibt Feuerschutz und sichert den Konvoi. Kommen. Verstanden, Outlaw. Outlaw 2 Ende. Mach mal was. Meine Fresse, Bravo. Ihr seid ein verfluchter Haufen Glückspilze. Ja, Mann. Alle Einheiten aufgesessen. Wir haben einen Auftrag diesseits der Grenze. Irgendein Tachi-Wichser war blöd genug, die vorgeschobene Aufklärungsbasis mit dem Mörser anzugreifen. Der braucht etwas Nachhilfe, warum man sich verflucht nochmal nicht mit den Marines anlegt. Jetzt krieg some Tachi-Asses. Ja, Mann. Jetzt geht's ab. Ja, eigentlich wollte ich es im Wimble zu playen, weil es halt dann aufhören. Hatte ich keine Lust mehr, da einfach gefeuert man in Warfare 2 Black Ops 3 zu playen. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr nach einer Zeit. Dann habe ich es so gesehen am Nagel gehängt. Jetzt hat mich Jens, Adam, Jens und Andi wieder dazu gebracht, zu Plays zu machen. Verflucht, ihr seid erst einen Tag hier und kriegt schon einen Einsatz. Entweder seid ihr meine kleinen Glückspilze, oder das wird der schlimmste Einsatz seit der Schlacht am Little Big Horn. Normalerweise braucht man Monate, um in meinen Zug zu kommen, weil es der verflucht beste im ganzen Bataillon ist. Also entweder pfeift ihr jetzt die Hymne des Marine Corps aus eurem Hintern, oder ihr verpisst euch! Scheiße, ihr solltet euch geehrt fühlen, mit mir hier überhaupt dienen zu dürfen. Habt bei der Musterung wohl das Goldticket des Monats gezogen, oder Schade. So eine Scheiße? Normal. Nee, jedenfalls. Ich werde diesen ganzen Wirrenmist neu programmieren, den man euch in den letzten 3 Monaten ins Hirn gestopft hat, während ihr euch in diesem Ferienlager namens Kabul den Hintern platt gesessen habt. Ich mache euch zu zielfixierten, lasergelenkten, tödlichen Killermaschinen. Ja, zu verdammten modernen Samurais. So verlasst euch drauf, Mädels, da kümmere ich mich drum. Für alle Hirnathleten, die in der Vorbesprechung nicht zugehört haben. Prophet ist unsere Aufklärungsabteilung. Und die hat das Funkgeschnatter der Aufständischen abgehört. Sie sind den ganzen letzten Monat über die Grenze geströmt wie die Ratten und sie nutzen den roten Fluss als Navigationshilfe. Sie nisten sich in der ganzen Gegend ein wie die Kakerlaken und unsere Aufgabe ist es, den Kammerjäger raushängen zu lassen und diese Landplage auszuräuchern. Dieses Bataillon wird das erste sein, das nach Tadschikistan reingeht. Und wenn es nach mir geht, werden wir auch die letzten sein, die da wieder rauskommen. Entweder tot oder lebendig, man muss uns nur den Befehl dazu geben. Die Tadschi wissen, dass wir hier sind und sie mögen uns nicht. An die Mörserangriffe müsst ihr euch gewöhnen. Es gibt nichts, was ihr dagegen machen könnt.
Das sind keine organisierten Angriffe. Sie sollen uns nur stören. Meistens sind es nur irgendwelche Jungs von den Bauernhöfen in der Umgebung, denen man $5 und eine AK in die Hand gedrückt hat, damit sie in unsere Richtung schießen. Sobald ihnen die Munition ausgeht, laufen sie zurück in ihren Ziegenstall. Das Problem ist, dass die Mohnernte dieses Jahr gut war. Unser Feind hat gut verdient und kann sich viele AKs kaufen. Hey, der Typ ist voll lustig. Da wird's wohl richtig scheiße regnen. Washington markiert zwar gerne mal den Dicken, aber diesmal meinen sie es ernst, oder Staff Sergeant? Wollt ihr den Krieg ganz allein gewinnen, Alpha? Ihr habt schon genug Scheiße wegzuschaufeln, ohne dieses Dorf. Aber wenn ich meine großzügigen 5 Minuten kriege, lasse ich euch vielleicht bei meiner Invasion mitspielen. Yes. Haben wir Feuererlaubnis, Staff Sergeant? Die Spielregeln lauten, feuert auf jeden Pisser, der aussieht, als habe er eine Waffe, ein Funkgerät oder auch nur ein Handy. Klingt vielleicht hart, aber diese Sackratten pfeffern uns seit einer Stunde mit Mörserfeuer zu. Und jeder Typ mit einem Handy könnte ihr Artilleriebeobachter sein. Wenn ihr also nicht gleich am ersten Arbeitstag hier ins Gras beißen wollt, haut rein! Okay, jetzt ist los. Kammerjäger melden sich zum Dienst. Also ausrücken, los jetzt! Bringen Sie Ihre Leute auf das Gelände und gehen Sie in Deckung! Trupp aufs Gebäude, 200 Meter, Nordosten. Trupp, Bewegung, 75 Meter. Rüber da und zwar im Laufschritt, los! Ja, ich mach ja schon. Jetzt geht's ab, Mann, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf. Keine Zivilisten in der Nähe, schlechtes Zeichen. Also gut, richten wir uns auf Ärger ein. Charlie, ihr schaut rechts nach, was ihr findet. Bravo links, Alpha kommt mit mir. Okay, sind unterwegs. Charlie in Position, Sergeant. Alpha in Stellung und bereit, Staff Sergeant. Komm, wir sind auch hier. Trupp, sammelt euch. Okay. Unterwegs zu ihnen. Ja, wir müssen ziehen, die Scheißarbeit, ja. Möglicher Kontakt, 50 Meter, Ost. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie ein Haus verbunkern oder so. Das ist, glaube ich, ja besser. Feindkontakt! Oh, der hört irgendwo. Südwesten! Ja, da oben, Mann. Was ist der Bubbelt, Mann? Hier, Charlie-Team! Feindstift! Alpha, Charlie, oh, vorwärts, bewegt hier, euch! Komm. Wir werden beschossen! Feindkontakt! Norden! Oh. Ich bin getroffen! Sanitäter! Hey, nicht schießen! Mann, ist das ein Spack, der dann genau vor die Flinte. Sani! Unterwegs! Hallo, ich verblute. Hilfe! Die Hagel des Blei! Hilfe! Hallo, hilf mir. Okay, hilf mir. Hier, Charlie Team! Wir stehen unter Beschuss! Heftig. Trupp, helfen Sie! Balletto! Wir haben gerade einen Mann verloren! Tot! Was? Kirby hier! Sunny! Feuer einstellen! Wir kommen durch! Bestätigt! Kirby hier! Sunny! Kirby hier! Elende! Gewehrschütze! 50 Meter! Norden! Einer für die Gefallenen-Statistik! Elende Kacke! Sunny, ich hab was abbekommen! Trupp! Hier sammeln! Unterwegs zu ihm! Trupp! Halten Sie dieses Gebäude um jeden Preis! Bestätigt! Okay, wir haben jetzt ja... Der wird sich gehalten. Trupp, helfen Sie, Balletto! Trupp, helfen Sie, Balletto! Ah, okay, jetzt muss ich halten, damit ich mich halten kann. Dum, 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 dum. So. Leute? Hallo. Balletto, helf. Bisschen schnell. Das Leck wäre gestoppt. Trupp, zu mir! Unterwegs zu Ihnen! Okay. Sniper. Kaputte Leiter. Ein komisches Ding. Okay. Marines. Was ist da bitte schon noch so?
Mongo. Telefon. Mal kurz Pause, warte mal. Okay, jetzt habe ich wieder eine Unterbrechung. Aber es merkt ja keiner. Das ist schlecht zu hören. Oh, Trupp, los, die Ladung weiter! Ausmachen. Unterwegs! Das pustet sie zu euch. So, die Leute, hab vergessen, den Ventilator auszumachen. Hab hier eine Silhouette. 25 Meter. Nord. Okay, sieht aus, als wäre die Party hier zu Ende. Bravo, die Tachis sind ruhig gestellt. Das Dorf ist sauber. Bei mir sammeln, bewegt eure Ärsche hierher. Outlaw, hier Outlaw 2-1. Alle Gegner ausgeschaltet. Wiederhole, alle Gegner ausgeschaltet am Parsons Peak. Bitte bestätigen. Kommen. Verstanden, Outlaw 2-1. Bereithalten für neue Befehle. Kommen. Outlaw 2-1, hier Outlaw Häuptling. Die Operation Enduring Shield hat begonnen. Der Rest des Bataillons rückt entlang der Hauptnachschubroute zum Sammelpunkt am Flugfeld vor. Der Widerstand war leicht, Sie sollten also keinen Geleitschutz brauchen. Wir sehen uns dann in der Basis. Ende. Bestätige, Outlaw Häuptling, sind unterwegs. Da seht ihr, mit was für einer Scheiße ich leben muss. Maulmann. Ich spiele hier den Babysitter für euch, während die Invasion ohne uns losgeht. Bravo, ich schlage vor, Sie beeindrucken mich zur Abwechslung mal. Ja. Und los, aufsetzen, das ist unser Scheißkrieg. Ah, nee. Du musst jetzt wieder aufsetzen. Ich glaube, hier war das. Ja. Ich hätte mich aufgeregt, wenn es einfach so eine Sekunde zur anderen da gewesen wäre, Mann. Dann wäre es über Teams scheiße. Ey, ihr Pfosten, ihr sollt hier reinkommen. Abfahrbereit. Trupp an Bord, Marines! Abfahrbereit. Ich gehe nach hinten. Boah, der hat voll ins Face erwischt irgendwo. Krass. Okay, bravo. Ich buchstabiere das jetzt nochmal für euch. Also zuhören. Bei der Operation Enduring Shield geht es darum, das zu Ende zu bringen, was wir in Afghanistan begonnen haben. Die Aufständischen haben sich ein neues Versteck gesucht und in dem Drecksloch Tadschikistan haben sie es gefunden. Das Land zerbricht jetzt daran. Es gab zwei Optionen. Plan 1. Warten, bis die verschissene UN endlich aufhört, sich zu streiten, was es freitags in der Kantine zu essen gibt, während das Land in Stücke Chicken fällt. Wings. Plan 2 war einfach. Lass das Marine Corps von der Leine, damit sie ein paar Ärsche eintreten, den verfickten Tachi-Piss an die Hosen stramm ziehen und die Region sichern. Man munkelt, dass den Chinesen auf ihrer Seite der Grenze das Gleiche passiert. Aber die wollen es den Vereinten Nationen überlassen, dort aufzuräumen. Scheiß drauf. Das Korps geht da rein und räumt mal richtig auf. Ja, Mann, da gibt's Mann, diese Cobra-Piloten haben einen total chilligen Job. Fliegen durch die Wüste und knallen den ganzen Tag Tachis ab. Ich hoffe, die lassen uns noch ein paar übrig. Wir sind unterwegs an leichten Panzern vorbeigekommen. Was die Cobras nicht erwischen, erledigen deren M242. Schwere MGs, Kaliber 25. Boah! Boah! Aufpassen, Marines! Wir überqueren jetzt die Grenze nach Tadschikistan. Echt? Ich sehe da gar keinen Unterschied. Mann, das ist echt geil! Das ganze Bataillon ist auf dem Kriegsfahrt und greift überall Ziele an. Alpha Charlie, Luft anhalten. Nur weil der Rest des Bataillons über diese Straße gefahren ist, heißt das nicht, dass sie auch sicher ist. Also Augen auf beim Hosenkauf. Jawohl, Staff Sergeant. Die Aufstände in Afghanistan sind eine Pest und diese Pest breitet sich jetzt über die Grenze aus. Und jetzt warten wir darauf, dass den Politikern irgendeine scheiß Ausrede einfällt, uns da reinzuschicken. Sonst geht die ganze verfickte Region hier hoch wie ein Haubitzenvolltreffer in der Latrinengrube. Ich rate euch, baut keinen Scheiß mit mir oder dem Ruf meines geliebten Outlaw-Platoons. Wenn ihr glaubt, das Schlimmste, was euch hier draußen passieren kann, wäre ein Bauchschuss im Einsatz, dann kennt ihr mich aber noch nicht. Ich reiß euch eure Hintern bis zum Stehkragen auf, dass ihr euch wünscht, ihr werdet lieber dem Kirchenchor beigetreten. Ach, stimmt, seit der Post, der mir vor den Schuss reingerannt ist. Mann, ist der blöd, Alter. Ich schieße und rennt er mir vor die... Sprengfalle! Also ausrücken, los jetzt! Outlaw 3, Status? Outlaw 3, ich brauche eine Lagemeldung, bestätigen! Hier Outlaw 3-2, der, Humvee des Staff Sergeants wurde getroffen! Es ist voll im Arsch! Verdammt, dann können wir uns auf Besuch gefasst machen! Sofort zum Verteidigungsring formieren! Ich brauche Zeit, um das Wrack zu durchsuchen! Jo. Also ich mache jetzt mal ganz kurz einen Schnitt, bis zum nächsten Part. Ciao!